Die Playoffs, das ist die Frage um die Meisterschaft und wer muss gegen den Abstieg spielen? Mannheim und München zittern noch bis zum letzten Spieltag am Dienstag, während der Krefelder e.V. heute schon ein bemerkenswertes Comeback in der höchsten Klasse feiern darf. Nach 13 Jahren Bundesliga-Abstinenz ist die Meisterrunde so gut wie erreicht. Ein Ziel, das auch der Freiburger EHC gesichert hat. Zeit also, sich die beiden Mannschaften einmal näher anzusehen, auch unter dem Gesichtspunkt, wie die Chancen stehen in den Meister-Playoffs. Günther-Peter Pluck ist unser Mann an der Bande. Kein Verein der Bundesliga verkörpert die multikulturelle Gesellschaft so wie der EHC Freiburg. 14 von 20 Spielern sind nicht in Deutschland geboren, zumeist in der GSFL. Zum Beispiel Torwart Jerzy Cirha, bald 42 und 120 Mal für die GSFL aktiv. Neben dieser Staatsbürgerschaft hat er auch noch die kanadische und, besonders wichtig, die deutsche. Aber nur zwei der 14 spielen auch als Ausländer, zum Beispiel František Procházka, gestern 30 geworden und 64 Mal im GSFR-Trikot. Er ist derzeit Stürmer und in Albertville wieder für sein Heimatland als Verteidiger aktiv. Eduard Uvira dagegen spielte zwar 138 Mal für die GSFR, aber in Freiburg als Deutscher. Eine Großmutter in Offenburg erleichterte den deutschen Pass. Diese drei und die anderen 11 haben dazu beigetragen, dass Freiburg so erfolgreich spielt wie noch nie. Man will unbedingt Fünfter werden. Und doch diese Planung durchkreuzte der KIV zunächst sehr schnell. Das Spiel ging gerade los, da kam ja schon der erste große Auftritt des Kanadiers Johnny Walker. Ein Break, ein chancenloser Torwart Cirha, das 1:0 nach ganzen 128 Sekunden. Farbig und Gebel hatten es eingeleitet, der Kanadier mit dem Eishockey-typischen Lückengebiss vollstreckte. Er ist sein 8. Tor, er hatte lange zuschauen müssen, weil ein anderer seine Position übernahm. Sein Treffer wurde ebenso auf den Spielbericht notiert wie seine Trikotnummer 26. Die Spiel dürfte also kein Nachspiel haben. Ein guter Start für Krefeld, das in dieser Saison noch keinen Punkt gegen Freiburg holte. Doch trotz des frühen Rückstandes wurden die Breisgauer immer stärker und schossen durch Jacek Plachter in der 14. Minute den Ausgleich. Erst einer von zwei Polen im Team. Karel Lang durch die Schützer. Der KIV-Torhüter stand ja auch schon 44 Mal im Tor der GSFR. Frei von allen Nervenzwängen, die Playoffs zu erreichen, war es ein richtig unterhaltsamer Nachmittag in der ausverkauften Rheinlandhalle. Zur guten Stimmung der 6000 trug natürlich das 2:1 des KIV bei und das kam so. Pass von der Bande auf Brunner. Ein erster Versuch, ein zweiter und der wird abgefälscht. In der 19. Minute 2:1 und er war der Schütze. François Silz, eine furchtbare Flatterscheibe, der Albtraum jedes Torhüters. Brunner schoss Silz an die Hose, von dort hoppelte die Scheibe an Cirha vorbei über die Linie. 2:1, der Stand nach dem ersten Drittel und auch nach 40 Minuten stand es immer noch so. Der KIV ist also gerade noch rechtzeitig zum Schluss der Vorrunde in Schwung gekommen. Nach 8 Spielen ohne Sieg drohte die Abstiegsrunde, dann folgten 4 Siege am Stück. Die Playoffs waren gesichert. Das Niveau war inzwischen verflacht, man tat sich nicht mehr weh, warum auch. Aber dann störte Freiburg doch noch den Frieden. Durch Jerzy Smicek in der 53. Minute der Ausgleich zum 2:2. Er in der GSFR geboren, hier farbig. Versucht noch, ihn zu halten. Er lässt sich nicht halten. Am Torhüter vorbei, der Ausgleich 2:2. Freiburg jetzt dem Ziel, Platz 5, wieder ein Stück näher. Der ERC hatte ja zuletzt auch eine Schwächeperiode durchzustehen. Ganze 3 Siege in den letzten 16 Spielen ließen auch die Breisgauer noch einmal zittern. Krefeld nahm 5 Minuten vor Schluss eine Auszeit. Zu groß war die Verwirrung nach dem Ausgleichstreffer. Das Spiel übrigens ausgesprochen fair. Es gab jeweils nur 6 Strafen. Es sind schon die letzten Spielszenen. Die KIV-Fans gut gelaunt. Am meisten Spaß machten jetzt die Zwischenstände aus München vom Spiel Hedos gegen die Düsseldorfer EG, in dem die Münchner permanent hinten lagen. Heil, wir kommen. Stimmten sich die Fans schon mal ein auf die Playoffs. Vermutlich werden die Kölner Haie dann ihr nächster Gegner sein. Konzentration bei den Schwarz-Gelben wurde jetzt besser. Und man versuchte sogar noch den Siegtreffer zu erzielen. Ein Zwei-Linien-Pass, noch einmal Spielunterbrechung, Sekunden vor dem Ende.
Und die nächste Chance für Krefeld kam. Das Bulli. Für Krefeld macht es Steve McNeil, der angesichts einer schweren Augenverletzung vor einigen Jahren ja schon mal vor dem Ende seiner Karriere stand. Jason Meyer. François Sils. Wieder Chirra. Und noch einmal kommt die Scheibe. Und die letzte Chance für Krefeld durch Johnny Walker. 3 Sekunden vor Schluss. Es blieb beim 2:2. Trotzdem Karnevalstimmung in der Rheinlandhalle in Krefeld. Das Erreichen der Playoffs ist mit dieser Mannschaft ja auch ein großer Erfolg. Die weiteren Ergebnisse soweit vorliegend. Weißwasser Köln 0:6. München Düsseldorf 2:5. Berlin Kaufbeuren 2:4. Und Krefelds 2:2 haben wir eben gesehen. Die restlichen Spiele werden